Sehr tanky. Oh nee! Den kennt ihr auch. Auf der Stärkarte nach vom Leichnamskirmes. So heißt das, glaube ich. Und jetzt stehen wir bei Heidi an. Heidi der Coaster. Die auch sonst den Hangover Tower haben. Kommt bald irgendwann auf. Noch ein Vlog, wo ich auf dem Nürnberger Volksfest war und beide Dinger nicht gleichzeitig, sondern nacheinander gefahren bin. Standen die beide auf einer Fläche. Richtig cool. Bruno. Ich habe schon ein bisschen was gesehen hier. Ich werde heute nicht so viel fahren, glaube ich. Mal gucken, was noch so kommt. Hab mich nicht groß spoilern lassen, was so hier steht. Ihr habt jetzt schon den Transformer gesehen, zum Beispiel. Transformer sage ich schon, Predator. Tue ich mich immer. Das ist der Predator. Nicht der Actionfilm, sondern der Horrorfilm, sozusagen. Und so. Dann gibt es noch den Breakdance von Brook hier. Aber ich glaube, den lassen wir heute aufstehen. Wir gucken mal, was gleich noch so gibt. Und sonst wird das wahrscheinlich ein relativ kurzer Vlog heute. Belgien, da haben wir uns nur gedreht hier. Heidi bockt, tut aber an manchen Stellen trotzdem weh. Aber ist nicht so schlimm. Sowas muss halt auch mal sein bei einer Crazy Maus auf jeden Fall. So, weiter geht's, würde ich sagen.
Wollt ihr auch in noch mehr Freizeitparks gehen? Dann meldet euch bei Dustin von Hateles Finanz. Ich bin auch bei Ihnen in der Finanzberatung, bin super happy. Wollt ihr mehr Geld, Zeit und Spaß in euer Leben? Wie gesagt, dann schaut euch den nächsten Clip an. Mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Wir analysieren sämtliche Finanzdaten Ihres Haushalts, werten sie aus und erstellen Ihr ganz persönliches Finanzgutachten. Damit geben wir Ihnen konkrete Empfehlungen, wie Sie Ihre Ausgaben senken und Ihre Einnahmen erhöhen, wie Sie sich vor finanziellen Risiken schützen und Ihre Wünsche und Ziele schneller erreichen. Unsere Beratung ist fair, transparent und ehrlich. Wir richten uns nicht nach Geschäftszeiten, sondern nach Ihren Bedürfnissen. Wir betrachten Ihren Haushalt ganzheitlich, wie ein kleines Unternehmen. Darum nennen wir uns auch die Unternehmensberater für den privaten Haushalt. Wir hören Ihnen zu und begleiten Sie, wenn Sie wollen, ein Leben lang. Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sicherheit. Das ist unser Versprechen. Dieses Jahr gehe ich auf jeden Fall nicht mehr. Die haben gefilmt noch. Ja, wir schauen uns jetzt mal Kaleidoskop an. Ich glaube, das ist das Geschäft von dem, den damals das, der Schocker gehört hat. Könnte ich aber auch einfach Eiko nochmal fragen. Vom Spukschloss, schöne Grüße. Der weiß das hundertprozentig. So, wir gucken mal. Früher hieß das Ganze Psychedelik und jetzt schauen wir einfach mal, ob das immer noch das gleiche ist oder vielleicht ein bisschen was anders gemacht worden ist. Wäre ja auch ganz nett. Ich weiß tatsächlich auch, vielleicht war ich auch schon in Kaleidoskop drin, aber es ist halt, wenn, ist es lange her. Ja. Gerade. Also ist auf jeden Fall schon bestätigt, dass das von dem Betreiber ist. Sehr groovy, aber ich glaube, man ist zu alt dafür irgendwie. Oder man hat einfach leider in der Themenparkwelt und so schon deutlich krassere Sachen gesehen irgendwie. Deswegen hat mich das jetzt gerade nicht so mehr abgeholt. Aber für Kinder ist das schon geil. Also es ist auf jeden Fall jetzt kein No-Go. Also man kann auf jeden Fall reingehen, aber ich hatte jetzt keinen Aha-Moment. Außer bei der Figur vom Schocker.
watch the northern lights flash. Took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree? Asked someone for mercy. Gave something away that wasn't free. I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed. It's slowly gonna be the death of you. Der Clown sieht süß aus. Boah, ist das hier eine Gemme. Oh nee, ey. Was war das? Oma Simpson wird hier nicht durchpassen. Der Kleine, der kann einfach so durch. Doch, gut. Klasse, das ist der Hocken. Der süße Clown. Sein Auftritt verpasst. Och Mann. Hey, ich sag ja Funhouse-Elemente, ne? Avatar? Ist hier Avatar? Lichtschranke. Ist nichts mit Lichtschranke hier, okay? Polnisches Pfannhaus. Ja. Oh, cool. Jetzt gehen wir hier schräg, das seht ihr nicht so. Funktionieren einige Sachen, glaube ich, nicht. Also hier zum Schluss zum Beispiel habe ich auch gesagt, diese Tür da bei diesem Dixie-Klo, die müsste eigentlich zu sein. Nee, also das waren es die 5 Euro nicht wert, maximal 2 oder so. Ja.
6 oder 5 und das reichte mir. 9 Stück, Alter. Ich weiß nicht, das hätte ich glaube ich nie ausgehalten, weiß ich nicht. Ja. Naja, so ist das. Werde ich auf jeden Fall nicht reingehen. Ja, das war's mit der Stärkradner von Leichnamskirm. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt den doch dann gerne ein Like und abonniert meinen Channel. Wir sehen uns zum nächsten Mal beim nächsten Parkblock oder Onride, was auch immer. Wir sagen tschüss. Grüß von Micha. Tschüssi.